sind wir wieder da zu einem neuen Let's Play. Eben habe ich das andere noch fertig gemacht mit Vertonung und nun schon mal bei dem nächsten Let's Play. Das habe ich heute aktuell gemacht und heute haben wir den 21.01. Jo, da war ich wieder mal mit den Mr. Bernd, mit dem kleinsten Mr. Bernd unterwegs quasi. Und was soll ich da sagen? Ich habe seit 2 Tagen 2 Abonnenten mehr bei YouTube und die sind beide sehr nett und ja, die haben mich gestern angerufen über Skype und haben noch erstmal eine Runde mit mir telefoniert. Fand ich sehr, sehr, sehr nice. Haben auch gleich gesagt, dass sie mich cool finden und meine Videos und jo, möchte ich euch nochmal dafür danke sagen. Wir waren ja zusammen in der Schlacht gewesen auf Gardea, genau, Gardea war das gewesen. War auch, naja, spannend, nice, lustig, ja, oder sowas, irgendwas dazwischen. Ja, man hat die Schlacht mitgemacht und ich habe euch, wie gesagt, ich mache ja zum 22.01. das Video hochladen, deswegen mache ich jetzt auch die Vertonung und das Video schneiden ist schon fertig, jo. Und somit muss ich das einfach bloß noch mit meiner Stimme vertonen, bin ich gerade bei, wie ihr gerade hört, und jo, dann jo, was gibt's denn da so Neues? Jo, also ich werde auf jeden Fall bei der Tenki-Zeitung noch hinschreiben, wenn mich Blueghost da mit reinnimmt, heißt das. Und zwar bei die 15 Fakten über einen Tenki-Spieler. Ihr wisst ja, er hat mich da so leicht verarscht, das habe ich ja euch schon in den anderen Video erzählt. Ja, mal gucken, wie er da so drauf ist und warum er das gemacht hat. Keine Ahnung, vielleicht schreibe ich ihn da persönlich nochmal an, weil das ist echt nicht lustig, sowas. Ich meine, auch wenn man als freiwilliger Helfer dort irgendwo ist und sich diesem Projekt verschrieben hat, quasi, denke ich, dann kann ich sowas nicht bringen, wie er das gemacht hat und einfach irgendwelchen anderen normallos Tenko-Spieler, sagen wir mal, zu verarschen. Vor allen Dingen, da ich ja schon selber mit ihm mal in der Schlacht war und ja, jetzt macht er da völlig da ihn auf Reporter und lässt den dicken Maxen raushängen und verarscht die Leute. Das ist nicht in Ordnung, muss ich so sagen, wie das ist. Ja, ist nicht schön. War nicht schön von ihm und möchte ich auch nicht mehr sehen, sowas. Wenn sie nochmal kommt, ja, dann werde ich mich auf jeden Fall über ihn beschweren. Na, jedenfalls werde ich da bei 15 Fakten mitmachen. Mal gucken, ob ich da noch die Chance bekomme. Weil muss ich ja noch schnell machen. Ich glaube, zum 23. oder 24. kommt die Tenki-Zeitung wieder raus. Das heißt, heute noch 1-2 Überstunden machen? Nein. Hab ja die Fakten schon aufgezählt, also aufgeschrieben alles. Könnt ihr denn in der nächsten Tenki Online-Zeitung hoffentlich denn mal euch durchlesen und dann mal eure Meinung dazu abgeben. Ob nun bei YouTube oder eben halt bei der Tenki-Zeitung selber im Forum, als PM oder sowas. Oder als Kommentar, könnt ihr gerne mal machen. Einfach mal posten. Und ich denke mal, die Tenki-Zeitung würde sich das bestimmt auch finden. Schön finden, wenn da eine oder andere denn da mal seinen Senf dazu gibt und mal auch in den Kommentaren unten bei dem Post mal seine Meinung dazu äußert, wie die Fakten denn darüber kommen. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht dieses Jahr. Ein Video habe ich noch, was ich noch fertig machen muss. Und dann möchte ich auch noch ein Video fertig machen für, jetzt komme ich nicht auf den Wort, verdammt,
wenn man sich quasi ja, nicht die Öffentlichkeit präsentieren, wie soll ich sagen, wenn man Leute mit ins Boot holen will als Let's Player, die einen sponsoren, genau, sponsoren, so hieß das Wort. Da ist das Wort, da ist es mir schon wieder eingefallen. Siehst du? Doch, da. Nee, möchte ich ganz gerne noch machen. Werde ich wieder Minecraft nehmen als Sponsorenvideo und dann werde ich das auch teilen bei Facebook. Und ja, schauen wir mal, ob sich da irgendein Sponsor findet, der mir ein bisschen Hardware spendiert oder ob nun Lootchest zum Beispiel mit irgendwelche Boxen zum Beispiel, die ich dann im Videoblog auch dann auspacke, wie die anderen YouTuber zum Beispiel. Oder vielleicht YouTube selbst so, ja, weil die suchen ja auch immer gute Let's Player, die für die dann eben halt Let's Plays machen und eben halt dadurch auch Geld verdienen. Wer weiß. Gut, das war's schon wieder. Meine Zeit ist um, mein Video ist zu Ende und somit sagt schon wieder damit.